Hallo und herzlich willkommen hier in We Are Football. Es geht weiter mit unserer Karriere und es geht weiter mit Alemannia Aachen. Wir sind nun mittlerweile in der dritten Saison angelangt und die Alemannia aus Aachen hat es geschafft, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Und aus dem Grund habe ich mir auch einige Gedanken gemacht, wie es jetzt weitergehen soll mit der Mannschaft, mit dem Verein. Und habe mich dazu durchgerungen, eigentlich eine komplett neue Mannschaft einzukaufen. Wir haben in der letzten Folge einen Etat ausgehandelt von über 16 Millionen Euro. Und den möchte ich doch auch gerne ausreizen. Des Weiteren wird es auch eine Änderung in der Aufstellung geben. Und zwar werden wir von unserem klassischen Dreiersturm weggehen und auf einen Zweiersturm wechseln. Dazu habe ich mir eine neue Aufstellung überlegt, welches mehr einer Mittelfeldraute ähnelt. So spielen wir halt mit einem 4-1-2-1-2. Und ich hoffe, dass wir mit der Aufstellung erfolgreich sein werden. Es gibt wieder einen neuen kleinen Patch. Wir können jetzt die Grundordnung endlich beibehalten und dadurch dem Co-Trainer die komplette Verantwortung übergeben. Und wie wir sehen, wir würden damit auf eine 71er Stärke aktuell kommen. Ich habe mir natürlich aber auch offline einige Spieler angeschaut, die wir neu verpflichten werden. Zuvor werden wir aber noch einmal unser schönes Vereinsgelände etwas ausbauen. Es gibt nochmal einen neuen Trainingsplatz dazu. Den werden wir hier hinsetzen. Dazu auch nochmal ein neues Kleinfeld, was hier den Abschluss macht. Ein Fußball-Tennisplatz, der umzäunt ist, kommt hier nochmal hin. Auch werden wir neue Umkleidekabinen nochmal hier einfügen. Die werden wir ja hier hinsetzen oder ja hier hinsetzen. Dann können wir hier den Weg nochmal langführen, genauso wie hier. Auch eine Toilette wird dann nochmal hinzugesetzt und es wird eine Trainingshalle gebaut werden, damit wir besseres Training bei großer Kälte nochmal ausüben können. Genauso wird noch gebaut ein Fitnessstudio, welches wir, ja, ich würde sagen, da wir hier oben lang bauen werden, einmal hier hinsetzen werden. Dann werden wir den Weg hier nochmal lang fügen. Und ja, dann werden wir mal gucken, was können wir noch so bauen. Ansonsten nichts mehr Großartiges. Wir wollten noch das Jugendinternat etwas ausbauen. 2 Stufen, genauso wie unsere Büros nochmal etwas ausbauen, dass wir da vielleicht nochmal den einen oder anderen Mitarbeiter mehr einstellen können. Das sind erstmal so für den Saisonstart für mich die wichtigen Dinge. Den Fußweg bauen wir hier lang noch einmal hier runter und hier wieder zurück und auch hier oben nochmal lang den Weg hier hindurch und hier nochmal die Verbindung schaffen. Das ist erstmal für unser neuen Gebäude erstmal alles, was ich geplant hatte. 5 Millionen geben wir dafür aus. Bleiben mir noch ein paar Millionchen dafür übrig. Und jetzt kommt natürlich der große Weg der Vertragsverhandlungen. Ich habe mir dafür Spieler, die auf der Transferliste sich befinden, von den Vereinen draufgesetzt, genauso wie Spieler ohne Vertrag, damit wir nicht so viel Geld ausgeben müssen. Und der erste, den ich mir ausgesucht habe, ist Baptiste René, 31 Jahre alt, ein französischer Torhüter. 1,2 Millionen Marktwert, jetzt eine Stärke von 9,2. Ich weiß, dass er 31 ist. Ich habe mich auch nach Jüngeren umgeschaut, die sind aber dann schwächer von der Stärke her, aber halt vom Preis her dann identisch. Und ja, ich sehe damit einfach die Chance, unseren Kader dahin zu verstärken, dass wir zwar auch mit etwas älteren Spielern jetzt planen müssen und dann halt ab der nächsten Saison schauen werden, dass wir da nochmal mehr ins Scouting reingehen. Dann haben wir Raul Pedretta, einen 25-jährigen Italiener, Linksaußenverteidiger mit sehr guten Fähigkeiten, 7,3 Stärke vom KRC Genk, kostet 1,3 Millionen. Den werden wir versuchen zu verpflichten. Dazu kommt nochmal ein rechter Außenverteidiger. Und zwar Alexander Timczyk, 25 Jahre alt, rechter Außenverteidiger von Preston North End, auch 7,2 Stärke. Dann haben wir als nächstes einen Innenverteidiger, einen Griechen. Risvanis heißt der gute Mann. Spiros Risvanis, 28 Jahre alt, von Atromitos Athen, 7,9 Stärke. Den werden wir ebenso versuchen zu erhalten. Und als zweiten Verteidiger habe ich Francisco Seralta, 25 Jahre alt, aus Chile, von Amont SC, 8,0 aktuell die Stärke. Hat einen Marktwert von 2 Millionen. Den werden wir versuchen zu bekommen. Dazu kommt dann ein neuer defensiver Mittelfeldspieler. Und zwar Nedelcu, Dragos Nedelcu, 25 Jahre alt, von den Queen's Park Rangers, 6,9 Stärke aktuell. Der wird versucht von uns verpflichtet zu werden. Und dann kommen wir schon zum zentralen Mittelfeld. Da haben wir zum einen Dimitri Bisoli, 28 Jahre alt, von Brescia Calcio, 7,9 Stärke. Kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Da wird er dann mit Rico Preißinger sich um die Position dann noch abwechseln. Dann haben wir Randy Inteka, 24 Jahre alt, auch zentrales Mittelfeld, 7,8 Stärke. Den würde ich gerne noch verpflichten. Und dann kommen wir schon zum offensiven Mittelfeld. Und da fangen wir mit Bora Sanchez an, 26 Jahre alt, auch aus Belgien, vom KAA Gent, 1,2 Millionen Marktwert, 7,3 Stärke. Ihn habe ich so als Backup mir ausgesucht. Denn fehlen tut noch der Peña. Den muss ich aber über die Suche machen. Gucken, wo wir ihn haben. Sergio Peña, hier haben wir ihn, 8,2 Stärke. Vom FC Kopenhagen, 2,2 Millionen ist sein Marktwert. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht die gesamte Summe bezahlen müssen. Dazu kommt nochmal ein junger Mann, den habe ich noch vergessen, fürs zentrale Mittelfeld. Und zwar der Hendrix Getjan, 27 Jahre alt, auch aus Belgien, von RSC Charleroi, 1,8 Millionen Marktwert, 7,4 Stärke. Kann im zentralen Mittelfeld, links außen und im offensiven Mittelfeld agieren. Dafür möchte ich ihn dann auch verpflichten. Und der letzte, der noch auf meiner Liste steht, ist Drüv Ferdi, 24 Jahre alt, neuer Stürmer für unser Team. 7,0 Stärke, 1,1 Millionen Marktwert. Da hoffe ich natürlich, dass der sich schnell entwickelt und genauso wie unser Vandenhoek im Sturm effektiv arbeiten kann. So, das wird hoffentlich unsere neue Truppe. Bin sehr gespannt, ob wir alle Mann bekommen. Und wir schauen auch gleich nochmal über unsere Truppe hinweg. Simone Aresti wird in die zweite Mannschaft verschoben werden. Das werden wir aber erst in der kommenden Woche machen, wenn wir unseren festen Kader haben. Und dazu werden auch André Wallenborn, Leon Gedicke, jeweils der schwächste meiner aktuellen Verteidiger und Allgemeinspieler, wird dann in die zweite Mannschaft hinuntergehen. Ich habe mich auch für Kai Bösing entschieden mit 28 Jahren. Er ist zwar auch mit 2 Sternen großes Talent, aber ich finde, er gehört einfach nicht mehr zur ersten Mannschaft dazu. Wir haben dann einfach genug Leute, besonders mit Rico Preißinger, der ja auch eine 7,3 hat, der zentral genauso wie defensiv spielen kann und einfach die besseren Möglichkeiten hat. Was mir ganz nett aufgefallen ist, dass nämlich unsere zweite Mannschaft es geschafft hat, in die Regionalliga West aufzusteigen und wir mit jetzt 2 Mannschaften im Profifußball vertreten sind. Und auch aus dem Grund möchte ich natürlich die zweite nochmal etwas stärken mit jungen Spielern, genauso wie mit alten Hasen, die nicht mehr in den ersten Kader reingehören. Soweit auch zum Beispiel Florian Rütter, der wird auch runtergehen zur zweiten Mannschaft. Bei Aydogan bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ob ich ihn runterschicke. Da muss ich nochmal gucken, wie sich dann halt die Neuverpflichtungen auswirken. Genauso Batterillo würde ich gerne noch oben behalten, da Batterillo links außen, linkes Mittelfeld und im offensiven Mittelfeld spielen kann und vielleicht auch nochmal einen kleinen Schub bekommt. Dennoch gehen dann halt wie Spieler wie Seferings oder Arifi gehen auch runter in die zweite Mannschaft. Auch Kaspar Lanner, unsere jungen Leute mit 18 Jahren, wird dann nochmal die zweite verstärken. Auch Kai Funk, genauso wie Theo Ulrich, die werden alle runtergehen. Wir schauen mal auch gleich über die zweite Mannschaft und sehen, dass natürlich der Kader recht klein ist. Also wir haben schon mit Joshua Mbross einen guten Torhüter da. Da kommt jetzt nochmal Simone Aresti dazu, der dann in der 6 natürlich nochmal ein bisschen mehr Stärke dazu bringt. Auch Nick Galle, Takashi Uchino, den wir auch auf der Transferliste haben. Wobei ich ihn gerne auf die Transferliste als Verleihen setzen würde. Da mit 21 Jahren er noch ein gutes Potenzial hat, genauso wie Nick Galle. Den würde ich auch gerne nur zum Verleihen draufsetzen. Auch alle anderen Spieler werde ich jetzt nur verleihen, da sie doch noch recht jung sind und dadurch ein gutes Entwicklungspotenzial haben. Und ja, ich mir einfach davon verspreche, dass wenn die Jungs dann bei anderen Vereinen zum Spielen kommen, dass wir da gute Jungs oder gute Leute dann wieder zurückkriegen, die etwas ja, mehr Potenzial dann aufweisen können. Und in dem Alter mit unter 25, 26 kann man die ja noch verleihen, das ist ja kein Thema, das die kommen ja wieder dann, wenn sie dann 27, 28, beziehungsweise dann halt hier 20, 21 sind. Da haben sie dann wirklich genug Zeit, sich in den unteren Ligen noch gut zu entwickeln. Außer natürlich hier Leute wie jetzt Hamdi Damani, den brauche ich nicht mehr zu verleihen. Der kann ruhig dann verkauft werden. Ich hoffe natürlich, dass wir für solche Spieler, die einfach nur noch ja, den Lebensabend bei unserem Verein, sagen wir mal, verbringen, Angebote bekommen. Wir schauen auch gleich nochmal über unsere Mitarbeiter hinweg und sehen halt überall die Auslastung, alles okay bis jetzt hier in der ersten Mannschaft, auch in der zweiten Mannschaft, alles okay. Bei der Jugend sieht es auch gut aus. Wir schauen auch nochmal über unseren aktuellen Jugendkader. Alessandro Gebauer ist natürlich jetzt nach oben gerutscht in die U19 mit seinen 16 Jahren und auch Karl Wenzel mit 16 Jahren jetzt in der U19. Leider kein Talent bei beiden, aber Gebauer natürlich jetzt schon mit 4 Sternen vertreten, Wenzel mit 3 Sternen, haben noch ein gutes Entwicklungspotenzial. In der U17 haben wir natürlich immer noch mit Gloire Cajalla einen unserer Top-Jugendspieler, 4,7 Stärke, Stufe 5 hat er schon erreicht, er ist erst 13 Jahre alt und steht auch schon kurz davor, seine Schwäche der Einwürfe wenigstens eine Stufe runterzuschrauben, das ist schon mal ganz gut. Und dann werden wir uns in den nächsten, ja, hoffentlich Jahren bei ihm bemühen, dass dann noch die eine oder andere Fähigkeit an Plus dazu kommt. Ansonsten haben wir hier nochmal einige neue dazu bekommen, aber jetzt nichts Großartiges Wildes. Vielleicht noch Markus Maurer zu erwähnen, der jetzt auch mit Stufe 4 und 13 Jahren auch ein sehr gutes Talent ist und auch kurz davor steht, seine Negativfähigkeit der Einwürfe etwas abzuschwächen. Dann haben wir noch Emilian Keil mit Stufe 3. Aber auch mit vielen Negativfähigkeiten, 14 Jahre alt, da wird auch noch einiges an Training reinfließen können, dass der sich gut entwickelt. Wir schauen mal in die Verletztenliste rein. Wir haben noch mit Peter Hackenberg einen verletzten Alexander Heinz, hatten Jochen Jocheinbruch aus den letzten Saison. Den werden wir nochmal besuchen gehen, ein kleines Gespräch mit ihm führen. Aber wir sehen auch Mitarbeiter, die Abteilung ist nicht ausgelastet, das ist schon mal sehr gut. Transfers und Scouting, da werden wir jetzt dieses Jahr einen großen Blick drauf werfen müssen, denn jetzt möchte ich doch langsam beginnen, über die Saison hinweg den einen oder anderen Spieler für die Zukunft schon zu scouten. Es ist halt essentieller jetzt in der hohen Liga Talente zu entdecken als in den unteren Ligen. Wir sind natürlich jetzt durch unser ja, zweimaliges, schnelles Aufsteigen auch ja, in die Situation gekommen, dass wir den Kader auch immer wieder jetzt mit stärkeren Spielern neu bestücken müssen und so gar nicht die Möglichkeit hatten, eigentlich für unsere Liga entsprechende Spieler zu suchen. Und aus dem Grund halt auch die Entscheidung, lieber jetzt einen neuen Kader zusammenzustellen, als den alten Kader zu behalten und einfach nur auszubauen. In der Organisation sehen wir bei den Bürokaufleuten, da brauchen wir auf jeden Fall nochmal 1, 2 neue Leute, beziehungsweise 3 neue Leute. Die werden wir versuchen einzustellen. Wir werden auch nur einen Tag vor dem nächsten Spiel ins Kurztrainingslager fahren. Das ist natürlich ja, für die Mannschaft einfach angenehmer. Auch werden wir die Unterkunft, Qualität erhöhen, genauso bei den Auslandsreisen. Da sind sie natürlich dann super zufrieden mit. Das kostet uns 5.000 € mehr. Aber ich glaube, das sollte das Budget für die Saison einfach auch hergeben. Wir schauen nochmal über unsere ganzen Mitarbeiter. Die werden wir dann in der nächsten Woche angreifen, nachdem wir erstmal die neuen Spieler verpflichtet haben. Da sehen wir, Finanzen brauchen wir auf jeden Fall einen neuen Mitarbeiter. Den werden wir uns noch in der Woche dazu holen. Aber ansonsten sehen wir Transfers und Scouting. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine neue Person. Genauso wie bei der Organisation. Vielleicht auch medizinische Abteilung nochmal jemanden finden, der schon im Silbersternbereich ist. Genauso bei den Fans und bei der Infrastruktur. Da werden wir einfach mal gucken, ob wir nochmal eine Verbesserung finden. Vielleicht auch nochmal bei der U17. Da schauen wir nochmal. Und auch beim Torwarttraining der ersten Mannschaft werden wir gucken, ob wir da noch jemanden Besseren finden. Im Managementbereich weiterhin in der Infrastruktur müssen wir auch neuen Handwerker einstellen und ein paar Reinigungskräfte. Das werden wir auch noch in Anspruch nehmen. Ansonsten können wir bei der Organisation mal gucken. Ja, auch ein Trainingslager können wir mal organisieren für die Vorbereitung. Dann gehen wir weiter zu den Sponsoren. Dort werden wir auch nochmal einen Account Manager einstellen. Hostessen, 5 Stück, nicht ausgelastet, alles okay. Dann haben wir natürlich auch hier das Problem mit den Sponsoren. Da müssen wir auch gucken, dass wir für die Bandenwerbung, 4 Banden sind noch nicht verkauft. Da werden wir neue Verträge abschließen müssen. Bei unseren Hauptsponsor sieht es ganz gut aus. Wir bekommen jetzt 3,2 Millionen. Ich glaube, damit können wir erstmal leben. Der Vertrag läuft auch bis zum Ende dieser Saison. Das heißt, da haben wir erstmal keinen Handlungsbedarf. Auch bei dem Ausrüster oder beim Sponsor. Beide Verträge laufen bis 2023. Also soweit alles in Ordnung. Bei den Finanzen der Buchhaltung möchte ich gerne nochmal einen Mitarbeiter dazu holen. Auch nochmal der Überblick über die Einnahmen und Ausgaben. In der aktuellen Saison haben wir jetzt 10,3 Millionen eingenommen und 5,2 Millionen ausgegeben. Das sind jetzt die Kosten für die Infrastruktur, das heißt für die neuen Gebäude, die wir gerade gebaut haben. Aber da wir auch fürs Fernsehen 8,2 Millionen kriegen und 1,7 Millionen durch die Sponsoren, ja, gleicht sich das wieder aus. Wir haben, wie gesagt, ein Transferbudget für diese Saison von 16,6 Millionen. Und beim Vereinsbudget hatten wir 8,2 Millionen, haben jetzt noch 3 Millionen übrig. Das heißt, es sollte eigentlich genug Geld da sein, um nochmal in der Winterpause vielleicht das eine oder andere Gebäude nachzubauen. Wir schauen ins Marketing. Dort brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal, ja, erstmal nur einen Marketingmanager. Auch nochmal über unsere Trikotverkäufe. Natürlich jetzt noch nichts verkauft worden, aber Vandenhoek ist natürlich auf der 1, unser Top-Spieler aus der letzten Saison, auch schon 29 Jahre alt. Und ich hoffe natürlich, dass da der ein oder andere Neuspieler da jetzt natürlich die erste Position übernimmt. Wir gehen weiter zu unserem Präsidium. Ja, unsere Assistenten, Mitarbeiter, Masseure fürs Präsidium. Ich glaube, da werde ich jetzt so viel nicht ändern. Ein Abteilungsleiter wäre hier natürlich eine Verbesserung. Ein Organisationsleiter, da werden wir, wie gesagt, auch auf jeden Fall was tun. Die Beliebtheit ist nur bei 73. Das Saisonziel ist auch nur der 15. Platz. Und unser Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Das heißt, es ist die letzte Saison für uns jetzt bei Alemannia Aachen aktuell, falls Aachen nicht auf uns zukommt und nochmal einen Vertrag oder eine Vertragsverlängerung vorschlägt. Bei den Mitgliedern sieht es ganz gut aus. Verwaltungsfachkräfte wie Servicemitarbeiter sind ja gering ausgelastet. Das ist ganz gut. Wir haben aktuell 7.177 Mitglieder, das ist schon gar nicht so schlecht. Kosten pro Mitglied sind bei 8 €. Wir könnten nochmal gucken, ob wir nochmal hier kleine Veränderungen durchführen für Vorteile für unsere Mitglieder, damit wir da natürlich den einen oder anderen noch dazu gewinnen. Und wir könnten mal gucken, eine Vereinszeitschrift vierteljährig rausbringen, das würde die Kosten auf 14 € erhöhen, insgesamt dann auf 100.000 €. Aber ich glaube, eine Vereinszeitung ist immer ganz nett. Dann schicken wir noch ein paar Geburtstagsgrüße raus und einen kleinen Rabatt für die zweite Mannschaft, dass dort auch natürlich viele Fans hingehen und unsere Jungs da anfeuern. Dafür werden wir aber die Preise etwas erhöhen, und zwar alles um 5 €. Dazu werden wir das Freijahr bis 6 gestalten. Das heißt, eine Person, die bis 6 Jahre alt ist, zahlt gar keinen Beitrag. Das ist natürlich für die Jugendgewinnung ganz gut. Dann haben wir eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit, die würde ich gerne auf 2.000 € erhöhen. Ja, und so werden wir reingehen in die Saison. Wir behalten auch bei, dass alle Neugeborenen in Aachen einen Strampler bekommen. Das kostet uns auch nochmal 10 €. Aber ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Und bei Kosten von 19 € haben wir jetzt beim Preis von einer Mitgliedschaft 42 €. Ich glaube, das ist ein gutes Verhältnis. Das sind 50% Gewinn für uns dann. Das sollte doch hinhauen. Dann kommen wir zu guter Letzt noch zu den Fans. Die Fanbeauftragten sind ja 1/3 ausgelastet, sehr gut. Auch die Service-Mitarbeiter nur 1/4 ausgelastet. Das sieht doch sehr gut aus. Wir haben 1409 organisierte Fans, landesweit 78.000. Und ich hoffe natürlich, dass da jetzt durch den Aufstieg in die zweite Liga wieder einiges dazu kommt. Auch überlassen wir weiterhin unserer Abteilungsleitung ja die Aufträge, die Machenschaften in diesem Bereich und hoffen, dass sie da keinen großen Unfug anstellen. Und so gehen wir erstmal rein in die Woche. Der Wochenplaner schlägt uns natürlich nochmal ganz viel vor, darunter auch, dass wir nochmal zu unseren Sponsoren gehen und auch neue Bandensponsoren suchen. Das werden wir gleich alles noch mit reinnehmen in die erste Woche. Die ist natürlich dadurch extrem verplant, aber das ist halt einfach zum Start einer Saison so, dass man da viel zu tun hat. Wir haben als aktuellen Bonus noch die Aufstiegseuphorie, das ist klar, nach dem Erfolg jetzt, dem zweiten Aufstieg in Folge, haben wir noch 84 Tage eine Sondermotivation für unsere Truppe. In 4 Tagen beginnt der Dauerkartenverkauf und der nächste Trainingsfortschritt sollte bei Peter Hackenberg dann erfolgreich sein, und zwar sein Antritt, seine Schwäche sollte dann verlernt werden. Es gibt auch wieder einen neuen Patch und dadurch wieder neue Änderungen. Wir sehen jetzt auf einen Blick im Jahreskalender, was wir trainieren aktuell. Und auch endlich, ja, endlich mal die ganze Auflistung, was so in den Wochen passiert. Wundert euch nicht hier am 6. 7. August, da ist natürlich der DFB-Pokal angesetzt. Und da muss ja noch ausgelost werden, gegen wen wir antreten. Aber natürlich der Saisonstart gegen den VfL Bochum ist natürlich schon ein Hammer. VfB Bochum ja im Realen jetzt gerade aufgestiegen in die Bundesliga. Und auch mit Osnabrück ein schwerer Gegner gleich zu Beginn. Dann kommt Greuther Fürth. Dann haben wir die Würzburger Kickers und den FC St. Pauli. Das werden schon Hammerspiele werden. Und dann haben wir am 11. September den Halleschen FC zu Gast. Oder beziehungsweise wir fahren nach Halle. Das ist natürlich unser ja, Gegner aus der letzten Saison, der mit uns aufgestiegen ist. Wir können auch nochmal schauen über die aktuelle zweite Bundesliga. Schalke 04 abgestiegen, genauso wie Arminia Bielefeld und der erste FC Union. Dazu Hannover 96, Greuther Fürth, Augsburg, Darmstadt, Paderborn, Holstein Kiel, Osnabrück, Ingolstadt, Bochum, der erste FC Nürnberg, die Würzburger Kickers, FC St. Pauli, Halleschen FC und noch mit aufgestiegen der KRC SC. Alles ja, Top-Vereine der mittlerweile doch professionellen Bundesliga, auch wenn es nur die zweite ist. Und es wird doch recht schwer für unsere Alemannia werden, dort den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wir werden natürlich alles ja, Mögliche dafür tun, dass wir es schaffen können. Ich habe mich nochmal beim Training etwas, ja, sagen wir mal, umgeschaut, nochmal ein paar Veränderungen durchgeführt. Ich habe mich weiterhin auf Ecken nur im Strafraum eingestellt. Ich habe eine Vorbereitungstrainingseinheit gewählt, wo man halt zum Beispiel Kraft, Ausdauer, genauso wie Fitness trainiert, dazu aber auch Beweglichkeit und halt auch Frische, damit wir natürlich gut in diese Saison reinstarten, und zum Anfang wird es natürlich sehr intensiv werden. Ich hätte auch nochmal eine härtere Gangart gewählt, aber ja, ich weiß nicht, in meinen Tests hat sich das nicht so als optimal herausgestellt. Ich habe mir jetzt eigentlich mehr vorgestellt, wir machen eine Vorbereitungstrainingseinheit, dann nochmal individuell etwas Training und dann geht es eigentlich schon ja, ins normale Standardtraining rein. Und ich hoffe natürlich, dass das von Erfolg gekrönt ist, aber das werden wir erst sehen, wenn es soweit ist. Und so gehen wir mit der ersten Trainingseinheit in die Woche rein, haben nochmal die Eintrittspreise. Wir werden die Stehplätze auf, ja, sagen wir mal 12 € runtersetzen. Sitzplätze lassen wir bei 35 €. Dafür gehen wir mit den Logen nochmal auf 90 € hoch. Wenn wir ein ausverkauftes Stadion haben, verdienen wir damit 961.000 Euro. Und alle sind glücklich, besonders natürlich die Stehplätze, die sind überglücklich. Und die sind für mich sehr... Nach all den Jahren. Was hatten wir zwei früher für einen Spaß, oder? Sehr essentiell. Ja, wir hatten viel Spaß früher, da hat er nicht unrecht. So, und damit sind wir schon in der ersten Vertragsverhandlung mit Baptiste René. Er möchte gerne ein Handgeld von 1 Million haben als vertragsfreier Spieler, ganz normal. Und ein Grundgehalt von 850.000. Ich werde mal beim Grundgehalt auf 600.000 runtergehen und auf 700.000 beim Handgeld. Dann würden wir 1,3 Millionen ihm sozusagen geben. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt diese Verhandlung annimmt. Er hat nur ein Interesse von 55 Punkten. So ein 50-50-Ding. Und wie wir sehen, er geht schon ins letzte Drittel fast rein. Und ich glaube, mit 1,4 Millionen, das können wir aber akzeptieren. Wir sind 100.000 über dem, was wir ihm hätten zahlen wollen. Und damit haben wir den ersten Spieler schon verpflichtet, den Torhüter, die wichtigste Position im Aufbauspiel. Und gleich darauf die nächste Verhandlung mit Raúl Pedretta. 600.000 bieten wir an. 750.000 kommen sie uns entgegen. Ich bin so überlegen, wollen wir nochmal verhandeln? Eigentlich schon, oder? KRC Genk kommen uns doch bestimmt nochmal ein bisschen entgegen. Jawohl, auf 650.000. Die Forderung wird auf jeden Fall akzeptiert. Vertrag läuft bis 2026. Wir gehen mal auf ein Grundgehalt von 300.000 und ein Handgeld von 100.000. Dann hätten wir eine Budgetbelastung von 400.000 nochmal insgesamt. Kommen uns schon bis auf 10.000 Euro entgegen. Gucken, ob wir die auch noch wegkriegen. Jawohl. Sehr schön. Jetzt haben wir noch 14,2 Millionen für die restlichen Spieler und haben Nummer 2 schon im Sack. Und da sind wir schon bei Nummer 3. Timczyk. 700.000 würde ich gerne zahlen an Preston North End. Die möchten gerne 950.000 haben. Auf 800.000 kommen sie uns schon entgegen. Und da haben wir die 700.000. Sehr schön. Jetzt noch die Verhandlung mit dem Spieler selber etwas runterschrauben. 280.000, auch bis 2026 der Vertrag. 310.000 und da haben wir schon 300.000. Und da haben wir auch die 280.000. Sehr schön. 13,1 Millionen bleiben uns noch übrig. Und wir haben jetzt schon 3 Spieler verpflichtet. Und wir sind jetzt bei der Auslosung des DFB-Pokals. In der ersten Runde treffen der 1. FC Düren auf Eintracht Frankfurt. Rödinghausen trifft auf unsere Alemannia. Sehr schön. Keinen starken Gegner zu Beginn, aber natürlich nicht zu unterschätzen. Rödinghausen hatten wir ja schon in der Regionalliga West. Des Weiteren trifft 1860 München auf Bayern 04 Leverkusen. Kickers Offenbach trifft auf den Hamburger SV, auch ein Klassiker der 70er Jahre. Homburg spielt gegen Hannover 96. Ludwigsfelder FC trifft auf RB Leipzig. Erzgebirge Aue gegen Sandhausen. Dynamo Dresden trifft auf Heidenheim. Der SV Meppen spielt gegen Hoffenheim. Hatten jetzt ja auch ein knappes Spiel gegen Hertha BSC gehabt im DFB-Pokal. Der SV Meppen 1:0 verloren gegen die Hertha, kurz vor Schluss. Dann haben wir Drochtersen Assel trifft auf Osnabrück, ein Nordduell. Oberlausitz trifft auf den VfB Stuttgart. Türkgücü München tritt an gegen Hertha BSC. VfR Garching spielt gegen Werder Bremen. Arminia Bielefeld, Absteiger aus der Bundesliga, spielt gegen den VfL Bochum, ein Zweitligaduell. Sehr gut. Rot-Weiß Ahlen trifft auf Augsburg. Der MSV Duisburg spielt zu Hause gegen den Halleschen FC. Das ist noch ein Duell aus der letzten Saison. Da werden sich die Duisburger natürlich gut auskennen mit Halle. Der VfB Lübeck spielt gegen Mainz 05. BFC Dynamo spielt gegen den 1. FC Union Berlin. Jawohl, ein Ost-Berlin-Duell. Ein Klassiker der alten DDR-Geschichte. Backnang 1919 trifft auf Borussia Dortmund. Da hoffe ich natürlich, dass die Dortmunder den Sieg davontragen. Der FSV Frankfurt trifft auf den 1. FC Köln. Schweinfurt 05 spielt gegen Darmstadt. Der SC Verl gegen die Würzburger Kickers. FC Oberneuland spielt zu Hause gegen Wolfsburg, die auch nicht so weit fahren müssen, die Wolfsburger. Pippins-Ried tritt an gegen Paderborn, IPs gegeneinander. Ingolstadt spielt zu Hause gegen Schalke 04. Das wird auch ein interessantes Spiel werden. Jahn Regensburg spielt gegen Fortuna Düsseldorf. Der SSV Ulm 1846 tritt an gegen Holstein Kiel. Ich bin sehr gespannt, wer die Bayern kriegt. Viktoria Aschaffenburg spielt gegen Bayern München. Da haben wir sie. Aschaffenburg erhält das Bayern München los. Greuther Fürth gegen Gladbach. Das wird auch ein spannendes Duell werden. Der KRC, der Mitaufsteiger in die zweite Bundesliga, gegen den 1. FC Nürnberg, wieder ein Zweitliga-Duell. Und der KFC Uerdingen tritt an gegen den FC St. Pauli. Und dann bleiben nur noch die Sportfreunde Lotte gegen den SC Freiburg. Ja, sehr schöne Partien, muss man sagen. Da sind wir sehr gespannt, wer es schafft, in die zweite Runde einzuziehen. Aber wir müssen uns natürlich hier erstmal auf unsere Neuverpflichtungen konzentrieren. Wir haben jetzt Spiros Risvanis. 1 Million möchte Atromitos Athen gerne haben. Wir bieten 700.000 und sie hätten gern 900.000 und dann wird es doch schon recht eng. 200.000 Unterschied. Ich bin am Überlegen, ob wir da nochmal einen Bonus einsetzen oder die Forderung so akzeptieren. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung, aber ich glaube, ich werde nochmal verhandeln. Und das war's. Den Spieler werden wir schon mal nicht bekommen. Spiros Risvanis. Da müssen wir uns dann nochmal in der kommenden Woche nach einem neuen Spieler umschauen. Leon Gedicke ist natürlich auch nicht begeistert, dass neue Spieler verpflichtet werden. Aber wir sind schon beim nächsten. Francisco Siralta. 1,4 Millionen möchte Armand SC haben. Wir bieten 900.000. Sie gehen runter auf 1 Million. Die werden wir natürlich akzeptieren. Er möchte gerne eine Ausstiegsklausel haben. Die werden wir aber ihm wieder rausnehmen und versuchen, ihn für 450.000 Jahresgehalt, Grundgehalt zu bekommen und 200.000 Handgeld. 650.000 wäre das im Gesamtbudget. Er nimmt auch soweit an. Aber ich glaube, die Forderung hier müssen wir noch rauskriegen. Jawohl, da haben wir sie. Wir möchten ihn ja nicht wieder abgeben müssen. 650.000 kostet uns das Ganze nochmal. Das heißt, 1,6 Millionen haben wir ausgegeben. Aber auch, wie wir gesehen haben, haben wir noch 11,5 Millionen übrig. Und wir sind beim nächsten Spieler, Dragos Nedelcu. 500.000 bieten wir. 750.000 möchte der Verein Queen's Park Rangers haben. Wir kommen uns erstmal auf 700.000 entgegen. Und da haben wir die 500.000. Sehr gut. Nochmal auch ein Vertrag bis 2026. Und wir gehen mal runter auf 280.000 pro Jahr und 100.000 Handgeld. Und wird auch umgehend akzeptiert. Sehr schön. 10,6 Millionen haben wir noch. Da haben wir jetzt unseren ersten zentralen Mittelfeldspieler, Dimitri Bisoli. 1,2 Millionen möchte Brescia gerne haben. Ich biete mal 750.000. Und ich denke mal, da kommen wir doch ganz gut in die Richtung. 900.000 kommen sie uns schon entgegen. 850.000, da wird es doch schon recht rot-orange. Das heißt, so viel Luft ist da nicht mehr. Wir akzeptieren die Forderung von 850.000. 28 Jahre ist jetzt noch nicht ganz alt, das bestes Fußballeralter. Wir gehen mal vom Grundgehalt runter auf 500.000 und 250.000 fürs Handgeld. Was sie nicht kaufen, kauft ein anderer. Ganz einfach. Und sie kommen uns eigentlich schon bis auf 10.000 Euro entgegen. Wir verhandeln nochmal die letzten 10.000. Ich hab gleich noch einen Termin. Und damit haben wir den Spieler. 750.000. Das war ein Wort. Also Leute, dafür fahre ich den persönlich dahin. Sehr schön. 9 Millionen Restbudget haben wir noch. Und haben bis auf einen Spieler schon alle bekommen, die wir haben wollten. Sehr gut. Guten Tag, Chef. Und da haben wir den nächsten Randy Ntika. 1,1 Millionen Handgeld und natürlich auch eine Ausstiegsklausel möchte er gerne haben. 4,2 Millionen. Er ist 1,3 Millionen wert. Aber er ist halt auch erst 24 Jahre alt. Da bin ich halt, ein bisschen knausrig, würde ich sagen. Wir versuchen ihn mal auf 1,1 Millionen runter zu pushen. Was ihn nicht kaufen, kauft ein anderer. Ganz einfach. Wir kriegen ihn auf 1,4. Ich würde jetzt noch einmal verhandeln. Was Sie nicht kaufen, kauft ein anderer. Ganz einfach. Jawohl, 1,2 Millionen. Und wir kaufen ihn ja und haben auch die Ausstiegsklausel rausbekommen. Sehr schön. Damit haben wir jetzt noch 7,8 Millionen und noch 4 Verhandlungsrunden. Marco Müller ist natürlich auch nicht begeistert, dass ein weiterer Spieler für seine Position verpflichtet wurde. Dafür ist Geralta erfreut, dass wir einen seiner Kumpels dazu holen. Bora Sanchez kostet feste 800.000 Ablöse von KAA Gent. Den unterschreiben wir natürlich sofort, den Vertrag. Güte, es freut mich wirklich, Sie wiederzusehen, aber wir vermengen besser nichts Privates mit dem Geschäft. Höchstens umgekehrt. Alles klar. So, wir lehnen auch hier wieder die feste Ablöse ab, die Ausstiegsklausel. Und sehen, er verlangt auch gar nicht so viel Geld. Da werden wir mal auch auf 280, ja, wobei wir lassen es mal bei 400.000 insgesamt, 100.000 Handgeld, 300.000 ja, Grundgehalt. Ist anscheinend Ausdauer gefragt. Und die 420.000, die lasse ich so. Das ist mir einfach zu eng. Jetzt nochmal eine Verhandlungsrunde. Auch hier sieht man schon beim Grundgehalt, da möchte er gar nicht mehr weiter runter. Ich möchte echt wissen, ob die sich den vorher überhaupt mal angeschaut haben. Das werden wir so akzeptieren. Und natürlich habe ich mir den Spieler vorher angeschaut. 6,7 Millionen bleiben noch für die restlichen Verhandlungen. Und da sind wir schon bei Sergio Peña. 1,7 Millionen hätte der FC Kopenhagen gerne. Wir gehen mal runter, na, ich sag mal 1,1, 1,2 Millionen. Ich glaube, 1,2 Millionen sollte ganz gut hinhauen. Und wir verhandeln mal. Auf 1,3 kommen sie uns schon mal entgegen. Vielleicht können wir nochmal auf 1,2 runterkommen. Nein, bei 1,3 ist einfach definitiv Schluss für den Verein. Dann akzeptieren wir die Forderung so. Mensch, nach all den Jahren. Was hatten wir zwei früher für einen Spaß, oder? 5,4 Millionen haben wir noch. 1,1 Millionen möchte er jetzt gerne zum Start haben. Wir gehen erstmal runter vom Grundgehalt auf 500.000 und dann auf 350.000 fürs Handgeld. 2027 läuft der Vertrag, er ist auf 26 Jahre alt. Da Was kann Sie nicht ich kaufen, kauft ein anderer. Ganz einfach. Gut mit Leben. Und er kommt uns auch wieder auf bis auf 10.000 Euro entgegen. Zack. Ich brauche noch einen Sherry, wenn es geht. 850.000 und der Vertrag ist unterschrieben. Ich möchte echt wissen, ob die sich den vorher überhaupt mal angeschaut haben. Ja, das haben wir, wie gesagt. So, und dann kommen wir schon zur letzten Verhandlung. Gätchen Hendricks, 1,2 Millionen möchte Charleroi gerne haben. Geh mal runter auf 800.000. Bis auf 950.000 kommen sie uns schon entgegen. Und ich glaube, ja, wir werden nochmal auf 900.000 hochgehen vom Angebot her und hoffen, dass sie die 50.000 einfach akzeptieren. Ne, sie bleiben bei 950.000 einfach hart. Okay, wir akzeptieren aber, die 50.000 sind vollkommen in Ordnung. 2026 geht der Vertrag und das Grundgehalt setzen wir nochmal auf 430.000 runter. Auf 460.000 kommt er uns entgegen, 450.000, ja gut, 450.000, die 20.000 Euro sind okay. Wir haben dann noch 3,2 Millionen übrig und die sollen doch mehr als ausreichend sein. Damit haben wir die ersten Neuverpflichtungen durch. Leider haben wir den Innenverteidiger nicht bekommen, aber wir haben natürlich noch Valerio Mantovani, genauso wie Alexander Heinz und Matti Fiedler, die da noch gut mithalten können. Wir haben aber noch ein paar Millionen und ich werde mich da nochmal etwas umschauen, ob wir da nicht noch einen Innenverteidiger dazu holen können. Wir sind jetzt erstmal noch bei den Dauerkarten angelangt. 15.000 Dauerkarten können wir maximal aktuell verkaufen oder wollen wir verkaufen. Bei einer Stadionkapazität von 31.700 wäre das die Hälfte bei einem Rabatt von 20%. Den würde ich gerne auf 18% runtersetzen. Und ja, auf 14.000 Dauerkarten gehen wir auch runter. So haben wir etwas mehr als die Hälfte, die noch zur freien Verfügung auf den Markt kommen. René freut sich natürlich auf Randy Nteka und auch auf Sergio Peña, die Verstärkung des Kaders. Und ja, ach, ich habe noch ganz vergessen, wir haben natürlich noch Ferdi Drüv, unseren Stürmer, unseren Jungen. Bis 2027 soll der Vertrag gehen. Und ja, da werden wir mal gucken, also 900.000 insgesamt wären, glaube ich, ganz gut. Da werden wir aber erstmal vom Handgeld etwas runtergehen auf 500.000 und vielleicht kommen wir noch etwas runter beim Gehalt, 420.000. Ich werde es mal so probieren. Er kommt uns auf 600.000 entgegen und auch beim Grundgehalt sind wir nicht weit entfernt. Interesse ist auch mit 70 recht hoch. Und da haben wir unsere Forderung. Jawohl, 920.000 nochmal als Belastung und 2,3 Millionen bleiben noch übrig. Alexander Heinz nochmal das Gespräch führen. Ja, er freut sich auch über den Besuch. Er ist zwar überrascht, aber er freut sich sehr. Und jetzt gucken wir nochmal nach einem neuen Leiter für Finanzen und Sponsoren. Und da ist die Auswahl doch recht einfach. Jakob Schlag in Stufe 6. 70.000 möchte er zwar haben, aber mit einem Fleiß von 10 ist er natürlich auch ein Supermann. 2024 würde ich gerne den Vertrag haben und ich biete dir 50.000, 48, ich glaube 48.000 bieten wir ihm an. Mal gucken, ob er uns entgegenkommt. Er kommt uns schon mal auf 60.000 entgegen. 55.000. Und da haben wir die 48.000. Jawohl, sehr schön. Die gehen natürlich ab von unserem Stadionbudget. Aber wir haben einen neuen Mann für die Sponsoren. Und da sind wir angekommen, ja, im Trainingslager, in der Planung. Ich würde gern nach Grassau fahren. Am Samstag geht's los. Und wir fahren für 10 Tage ins Trainingslager, ins Vorbereitungslager. Da haben wir noch 2 Tage, die noch mit der harten Vorbereitung sind. Am Sonntag geht's los. Schade, ich hätte gehofft, dass wir am Samstag noch losfahren, aber am Sonntag geht die Anreise los. Aber 10 Tage sollten eigentlich ausreichen. Vandenhoek freut sich natürlich auch auf seinen Landsmann. Sehr schön, 2 Holländer im Sturm. Das kann nur gut gehen. Und ein Mitarbeiter in der Marketingabteilung kündigt seine Anstellung. Okay. Dann unsere Sponsoren sind mit der Zusammenarbeit zufrieden. Okay, und wir sind nochmal in der Sponsorenverhandlung für die Bande. Gucken mal, wenn wir jeweils 1 nehmen. Ja, da kommen wir dann schon hier auf 160.000. Da wäre das Gesamtpaket mit 190.000 von Paulaner, glaube ich, mit das Beste. Wir werden den Vertrag bis 2024 laufen lassen, möchten aber gerne 240.000 haben pro Jahr. 10% Abzug bei Abstieg ist okay. 25% Bonus bei Aufstieg, ja, damit kann ich auch leben. Und 50.000 Euro als Aufstiegs- und Pokalprämie ist auch okay. Und zack, sie akzeptieren sofort beim ersten Klick. Sehr schön. 240.000 bekommen wir jetzt pro Saison mal 4 von Paulaner. Sehr schön, den Vertrag unterschreiben wir so. Das gibt uns eine nette Summe wieder in unser Budget. Die Charity-Aktion ist auch ein voller Erfolg. Sehr schön, so muss das laufen. Und damit geht es ins Trainingslager. Uns wird von den Sportboys Assoziation ein Torhüter angeboten. 5,5 Stärke, 20 Jahre alt, für 1,2 Millionen. Ja, nein, definitiv nicht. Denn wir haben natürlich jetzt einen neuen Torhüter dazu bekommen und alle Leute... Das Frühstück ist extrem schlecht. Die Spieler sind über das Frühstücksbuffet nicht begeistert. Okay, das kommt vor. Das soll uns aber nicht weiter stören. Das ist halt jetzt ein kleiner, ja, Malus in der Motivation. Wir haben nochmal den Überblick über unsere Transfers und auch so, was alles in der Liga passiert ist. Schalke holt sich einen neuen offensiven Mittelfeldspieler mit Stärke 9,9, gibt dafür aber auch mit 9,8 einen Innenverteidiger ab an Bristol City. Die Engländer kaufen wahrscheinlich wieder die halbe Liga leer. Wie wir sehen, Bristol City kauft sogar noch einen zweiten Spieler von Schalke, einen linken Außenverteidiger. Das ist für uns natürlich nicht schlecht. Auch Ingolstadt verstärkt sich mit einem Torhüter vom FC Schalke 04. Ich glaube, Schalke wird so ihren Kader auch über die Saison etwas ausdünnen. Union gibt auch nochmal Spieler ab, Bochum gibt einen Spieler ab, verstärkt sich aber auch alles so ein bisschen. Die ganze Liga wird sich natürlich über die Saison hinweg immer wieder etwas verändern. Aber für uns natürlich wichtig, unsere Jungs, unsere neuen Starspieler für die Liga. Und ich hoffe natürlich, dass alle einschlagen wie eine Bombe. Wir haben nochmal dann den Teamfortschritt über die gesamte Woche. Wir sehen auch, Valerio Mantovani macht nochmal einen guten Sprung für seine nächste Stufe. Da muss ich überlegen, ob ich mir dann doch nochmal einen neuen Innenverteidiger kaufe. Da werde ich aber über die, ja, offline einfach mal ein bisschen drüber nachdenken. Wir sehen auch Petretta kurz davor, die Stufe zu erreichen. Drüv und auch Nedelcu sind eigentlich schon kurz davor. Da hoffe ich, dass die jetzt nochmal einen Stufenanstieg machen. Das wäre natürlich super. Auch Bisoli schon gut dabei, auch Bora Sanchez, Timczyk, alle schon gut im nächsten Modus, dass sie in die nächste Stufe gehen. Auch Hendricks und Peña haben sehr gute Fortschrittswerte. Da hoffen wir, dass sie natürlich im Laufe der Saison nochmal einen Stufenaufstieg schaffen. André Wallenborn, unser Co-Trainer, hat herausgefunden, dass er 15% Fortschritt bei der Fähigkeit Flanken gemacht hat. Das ist sehr gut, das kann er dann als nächstes in Angriff nehmen, aber jetzt ist immer noch der Fokus auf seine Schwäche Ballgewinnen, die wollen wir natürlich weghaben. Und da haben wir schon die erste Stufenänderung. Dragos Nedelcu schafft es, die Stufe 8 zu erreichen. 7,8 Stärke jetzt mit 25, sehr schön für uns. Und auch Ferdi Drüv schafft es, die Stufe 8 zu erklimmen. 7,9 Stärke jetzt, natürlich mit 8,1 neben Vandenhoek, der beste Stürmer mit 24 Jahren. Und natürlich mit den Fähigkeiten Elfmeter, Ausdauer, Kopfball, Schusskraft und Technik ist er ein guter Stürmer. Dribblings müssen noch ein bisschen trainiert werden und ich hoffe, dass da vielleicht auch noch der Torriecher dazukommt. Aus der zweiten Mannschaft verstärkt sich nochmal oder verbessert sich erstmal Hugo Hackel auf Stufe 4. 3,9 Stärke jetzt mit 19 Jahren. Auch nicht schlecht. Und damit haben wir die erste Woche zu Ende. Die Folge war jetzt etwas länger, aber es muss halt sein, in der Vorbereitung muss ja der Grundstein gelegt werden für die laufende Saison. Und ich werde mich jetzt nochmal etwas mit dem Innenverteidiger auseinandersetzen, ob wir da noch einen neuen Spieler holen oder nicht. Das seht ihr dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal. Und mir bleibt dann nur zu sagen, mehr gibt's, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt gucken, wie es weitergeht. Euer Motu. Ciao, ciao.